Hier geht es um die Einführung der Zeigernotation in der komplexen Wechselstromrechnung. Ich verweise gleich zum Spielen auf Zeigerdiagramme und eine interaktive Website, auf der man das besser erfahren kann. Ich mache jetzt hier nur so ein bisschen Konvention und Mathematik und beginne mit der Beobachtung oder im Satz von Moivre, dass man nämlich einen Cosinus oder einfach nur einen sinusförmigen Verlauf kann geschrieben werden als irgendwie U-Dach Cosinus von einem Omega t plus Phi, also das ist ja das, was wir typischerweise haben, ist gleich der Realteil von U-Dach mal E hoch J. So, jetzt packen wir das nochmal in Klammern, Omega t plus Phi. Und das schreiben wir noch ein bisschen auseinander, ist gleich der Realteil von U-Dach mal E hoch J Phi mal E hoch J Omega t. Das Ganze hier kann man jetzt als einen komplexen Zeiger oder Phasor nennen, U, und das hier ist einfach nur ein rotierender Faktor. So, wenn man nur eine Spannung hat und nur eine Größe hat, dann ist dieser Phasenfaktor hier im Prinzip beliebig. Man kann ihn 0 wählen oder 2π oder irgendwas dazwischen. Wenn man mehrere hat, dann interessiert auch nicht die absolute Phase, sondern die relative Phase zwischen diesen beiden, zwischen zwei Komponenten. Ich nehme normalerweise hier für Großbuchstaben. Und manchmal meint das hier, dieses U, meint manchmal U-Effektiv, also den Effektivwert, und manchmal auch U-Dach als Vorfaktor hier, so wie ich es dahin geschrieben habe, also Effektivwert oder Spitzenwert bzw. Amplitude. Das ergibt sich in der Regel aus dem Kontext. Es ist auch mehr oder weniger egal, womit man hier eigentlich wirklich rechnet, solange man immer bei einer Sorte bleibt. Rechnung immer nur Effektivwerte mit Effektivwerten verrechnen. Oder Spitzenwerte mit Spitzenwerten. Niemals gemischt, dann muss man nämlich dazwischen umwandeln oder entsprechend hin und her wandeln. In der deutschen Literatur hat man oft einen Unterstrich. Meint komplexe Größe. Ich mache das nicht, bei mir nicht. Bei mir ist U potenziell immer komplex, auch ohne Unterstrich. Das entspricht auch dem, was man in der angelsächsischen Literatur oft findet. Da werden nämlich komplexe Größen einfach ohne Unterstrich hingeschrieben. Oft ergibt sich auch das aus dem Kontext. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, in der deutschen Literatur wird dann manchmal auch der Strich einfach weggelassen und das meint dann den Betrag davon. Das passiert bei mir nicht. Wenn ich den Betrag meine, dann würde ich immer Betragsstriche drum machen. Betrag von U kann geschrieben werden als U. Ich finde das gefährlich. Bei mir ist der Betrag von U
wird geschrieben als U und dann in Betragsstrichen. Also wenn so etwas auftaucht, Betrag einer Impedanz, Betrag einer Spannung, eines Stroms und so weiter, dann taucht eben, dann wird es eben immer so angegeben. So, warum ist diese Konvention so gut und warum ist die Konvention so einfach? Stellen wir uns einfach mal vor, man möchte zwei Spannungen addieren. Dann hätte man ja ein U1 von T plus ein U2 von T und die werden angegeben als eine Amplitude U1 mal Cosinus, natürlich bei der gleichen Frequenz, plus U-Dach mal Cosinus Omega T plus Phi 2. Und das müssen wir die trigonometrischen Funktionen hier auswerten. Wenn wir das Ganze verwenden in dem Realteil, dann könnten wir ja auch sagen, das ist der Realteil von, was haben wir denn hier? U1 Dach mal E hoch J Phi mal E hoch J Omega T plus Realteil von U2 Dach mal E hoch J Phi mal E hoch J halt das Phi 1 Phi 2. So. Bei den Realteilen darf ich das Ganze dann in 1 reinschreiben und dann klammere ich auch gleich die E hoch J Omega T aus, dann ist das nämlich U1 Dach mal E hoch J Phi plus U2 Dach mal E hoch 1 natürlich E hoch J Phi 2 mal E hoch J Omega T. So, und das könnte ich ja auch gleich schreiben als Realteil von einem komplexen U1 Phasor plus U2 mal E hoch J Omega T. Und das heißt letztlich, ich brauche nicht mehr die trigonometrischen Funktionen, sondern die Addition ist auf einfache Addition der komplexen Phasoren zurückgeführt. So, und das macht die ganze Geschichte relativ effektiv und relativ einfach. Insbesondere, wenn man da noch einen Taschenrechner hat, der mit komplexen Zahlen umgehen kann, hat man es hier natürlich relativ einfach. Wenn man jetzt noch verstehen möchte, warum man das mit den Phasoren machen kann, wie gesagt, dann verweise ich darauf, dass man da einfach interaktiv und mit so einem Zeigerdiagramm rumspielt. Und dann ist das auch alles relativ leicht verständlich.